Seinen ersten Tag als deutscher Staatsbürger beginnt Sergej Getz wie auch schon in seiner bisherigen Heimat in Kasachstan mit Yoga. Mit seiner Frau Alfia und seinem 13-jährigen Sohn Artyom ist der 43-Jährige nach Deutschland gekommen, um sein altes Leben als Schlachter auf einem nordkasachischen Markt endgültig hinter sich zu lassen. Getz Familie gehörte zur deutschen Minderheit, erst in der Sowjetunion, später dann in Kasachstan. Viele Mitglieder dieser Volksgruppe haben während und nach dem Zweiten Weltkrieg Vertreibung und Schikanen erlebt, auch Sergej. Familie Getz beginnt ihr neues Leben im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind hier rund 4 Millionen Aussiedler angekommen, die meisten davon aus der ehemaligen Sowjetunion und Polen. Derzeit sind es noch etwa 6.000 pro Jahr. Wer hier die Registrierung durchlaufen hat, wird sofort deutscher Staatsbürger. Auch wenn ihn kaum etwas mit dem Land verbindet, außer vielleicht eine vage Vorstellung von sogenannten deutschen Tugenden. Ну, пунктуальность, я прихожу, там сказали в это время прийти обязательно, там вот тютелька в тютельку, никогда как бы не было того, чтобы опоздал куда-то, ни на какие. Честно, честно в глаза говорю. Вот людям, я не стараюсь там сзади где-то, поцелуй меня в плечо, я тебе скажу такую правду. Нет, такого не было. Всегда говорю сразу в глаза просто. Вот. Иногда, конечно, правда, она сами знаете, подкашивает, но... Sergej Getz hat schon einmal versucht, nach Deutschland zu kommen, ist aber durch die Sprachprüfung gefallen. Er hat deswegen in den 90er Jahren nicht wie sein Vater den Spätaussiedlerstatus erhalten und musste in Kasachstan bleiben. Wegen einer Gesetzeslockerung kann er es nun noch einmal versuchen. Die meisten Verwandten leben längst in Baden-Württemberg. Sergej möchte ihnen mit seiner Familie endlich folgen. Doch bevor es soweit ist, muss die Familie noch einige bürokratische Hürden überwinden. Okay, aber die ist leider zu alt. Die darf nicht älter als 4 Wochen sein. Ja, ich weiß, aber... Okay, ich gebe Ihnen trotzdem meine Faxnummer. Sie rufen Ihren Vater an und er soll das nochmal neu holen. Ребят, берите паспорта и карточки, у кого уже девочки с собой носили, не надо больше. Auch einen Gesundheitscheck muss Familie Getz absolvieren. Alle Spätaussiedler werden auf Tuberkulose untersucht. Es ist kalt, Vorsicht, kalt. Nein, ich bin gesagt, kalt. Nee, nicht kalt. Die Hände mal so auf den Po, Ellenbögen nach vorne drücken, jawohl. Die Familie ist gesund und zurück im Lager Friedland. Der letzte Behördengang ist zugleich der wichtigste für die Getz. Nun entscheidet sich, wo in Deutschland sie eine Unterkunft zugewiesen bekommen. Familie Getz, bitte. Die Behörde kann auf Wünsche eingehen, muss es aber nicht. Also die Antwort ist da vom Baden-Württemberg. Sie kommen in ein Wohnheim nach Reutlingen. Ja, Reutlingen ist nicht weit weg von dem Ort, wo ihr gerade. Ich weiß Reutlingen, ja. Ja? Ja. Reutlingen, das ist Baden-Württemberg. Neben meinem Vater wohnen. Das ist gut. Ich bin glücklich. Dankeschön. Ein Wohnheim in Reutlingen und der Familie stehen ab jetzt Deutschkurse und Sozialhilfe zu. Die ersten Schritte hat die Familie Getz geschafft. In der neuen, noch fremden Heimat.